gut, wie man in Ostdeutschland früher immer sagte, auf vielfältigen Wunsch der Werktätigen, werde ich jetzt nochmal einen kleinen Anhang an meine Rede setzen. Nämlich, ich wurde gefragt und ich wurde das auch schon sehr, sehr oft gefragt, als Wissenschaftlerin nämlich, sind denn unsere Kernkraftwerke wirklich sicher? Fragezeichen. Und da muss ich als Wissenschaftlerin natürlich, wie es Wissenschaftsart ist, eigentlich immer sehr weit ausholen und erklären, ja, wie sieht es denn aus mit den verschiedenen Sicherheitsebenen und Technologien und Anforderungen des Gesetzes. Und ich mache es aber kurz. Ich sage jetzt einfach mal, ja, unsere Kernkraftwerke sind sicher. Und ich sage auch ein Argument. Hätte eine Anlage wie Neckar-Westheim oder Isar 2 oder Grunde oder Brockdorf oder Emsland an der Stelle von Fukushima Daiichi gestanden, dann würden wir den Namen Fukushima heute nicht kennen. Und das kann man ganz einfach belegen, wenn man sich anschaut, was ist in Fukushima passiert und was hätten unsere Anlagen getan, wäre es bei ihnen passiert. Und da könnte man dann tatsächlich sehr, sehr viele Merkmale aufführen und anführen, die belegen, dass Fukushima bei uns nicht passiert wäre. Unsere Anlagen werden auf 10.000-jähriges Hochwasser ausgelegt. Das bedeutet, ein 14-Meter-Tsunami wäre Auslegungsflutwelle eines deutschen Kernkraftwerks gewesen, hätte es in Fukushima gestanden. Das hat leider die Atomaufsicht in Japan nicht verlangt von den japanischen Anlagen. Dort reichten 100 Jahre. Für den Nachweis der Flusssicherheit, dann haben die Leute 100 Jahre zurückgeschaut, haben gesehen, ja, der höchste Tsunami war 5 Meter hoch und entsprechend haben sie ihre Flutmauer auch nur so hoch gebaut und sie waren für den 14 Meter Tsunami eben nicht gerüstet. Und alles andere haben sie dann auch falsch gemacht, weil sie ja dachten, sie seien auf der sicheren Seite. Sie haben zum Beispiel alle ihre wichtigen Sicherheitssysteme, ihre Notstromversorgung und ihre gesamten Schaltanlagen in die Kellergeschosse ihres Maschinenhauses verlegt. Was bedeutet, das war das Erste, was absoff im Tsunami. Auch das wäre in unseren Anlagen undenkbar. Ja, also bei uns sind vitale Sicherheitssysteme nicht nur erhöht gebaut und gegen das 10.000-jährige Fluthochwasser abgesichert, sondern sie sind außerdem noch mehrfach vorhanden. Die Stromversorgung ist wesentlich robuster aufgebaut als in den japanischen Anlagen und steht teilweise sogar in verbunkerten Gebäuden. Das heißt, selbst wenn die Flutwelle drüber wegginge, wären diese Gebäude abgesichert gegen diese Flutwelle. All diese Eigenschaften hatte Fukushima nicht. Unsere Anlagen haben sie und deswegen ist meine Aussage nach wie vor, machen Sie sich keine Sorge um Neckar-Westheim. Hätte Neckar-Westheim in Fukushima gestanden, würden wir den Namen Fukushima heute nicht kennen. Danke.